Die griechische Insel Evia. Ein Mann versucht mit einem Zweig das Feuer einzudämmen. Ein hilfloser Versuch. Andere sind nur noch verzweifelt. Ihre Häuser, Opfer der Flammen. Andernorts in Europa wurden die Häuser und Menschen Opfer unfassbarer Wassermassen. Solche Wetterextreme werden zunehmen. Da ist der Weltklimabericht eindeutig. Und? Es ist absolut unbezweifelbar, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dass die Auswirkungen des Klimawandels jetzt schon überall auf der Welt zu spüren sind. In jeder Weltregion hat der Klimawandel Extremereignisse in ihrer Wahrscheinlichkeit und Intensität verändert. Ein weiteres klares Ergebnis ist, dass die Erderwärmung von 1850 an stark ansteigt. Allein zwischen 2011 und 2020 lag die durchschnittliche Temperatur um 1,1 Grad höher als vor dem Beginn des industriellen Zeitalters. Nun gelte es, die Emissionen drastisch zu senken, so der Weltklimarat. Sonst könnte schon 2030 die kritische Marke von 1,5 Grad Erderwärmung überschritten sein. 10 Jahre früher als erwartet. Alle, die heute noch zögern oder die zaudern beim Klimaschutz, sendet der Bericht ein ganz klares, eindeutiges Signal. Der Planet schwebt eben in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner. Er sendet aber auch ein gutes Signal, nämlich wir können noch gegensteuern. Gegensteuern für die Menschen von Evia kommt das zu spät. In vielen anderen Regionen dagegen könnten die Auswirkungen des Klimawandels abgemildert werden. Aber nur, wenn die Weltgemeinschaft gemeinsam handle. Dazu spreche ich jetzt mit der Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future. Hallo erstmal. Guten Tag, hallo. Frau Neubauer, was haben Sie gedacht, als Sie gestern die Nachricht des Weltklimarates über den Zustand unseres Planeten gehört haben? Nun, die Informationen, die dort aufbereitet sind, sind ja in dem Sinne nicht neu. Der Weltklimarat forscht ja nicht sozusagen eigenständig, sondern sammelt das zusammen, was man im Zweifelsfall schon wusste. Und worüber wir auch in der Bewegung am meisten gedacht haben, ist natürlich das, was die Politik daraus macht. Man muss sich vorstellen, das ist der 6. Bericht, der vom Weltklimarat so vorgelegt wurde. Die anderen vergangenen 5 Berichte haben niemanden davon abgehalten, weiter die Klimakrise zu befeuern. Und die große Frage ist jetzt, wie geht man mit diesem Bericht um und werden Regierungen beweisen, dass sie verstanden haben, was da drin steht? Und wie gehen Sie mit dem Bericht um? Müssen Sie bei Fridays for Future etwas ändern in Ihrer Strategie? Müssen Sie, ich fantasiere mal, täglich auf die Straße gehen, damit die Menschen begreifen, was los ist und ihr Verhalten ändern? Natürlich müsste man täglich auf die Straße gehen. Man müsste in jeder Sendung darauf aufmerksam machen. Man müsste in jeder Sitzung, in jeder Zeitung, jeden Tag darauf aufmerksam machen, dass was nicht stimmt, dass wir was verändern müssen, dass wir umsteuern müssen, dass die Welt auf der Kippe steht. Und wir mit Fridays for Future geben unser Allerbestes, unseren Teil dazu beizutragen. Die Klimakrise ist aber eben nicht nur ein Problem von uns Aktivisten oder von uns jungen Generationen, sondern sie betrifft uns alle und wir alle sind gefragt, Verantwortung zu übernehmen, egal aus welcher Generation wir kommen. Und ich bin die Erste, die freudestrahlend jeden Menschen begrüßt, der sagt, wir gehen am Donnerstag auf die Straße und übernehmen das. Und im Endeffekt geht es aber natürlich darum, dass wir anfangen, die Krise wie eine Krise zu behandeln. Und diesen Sommer haben wir Gott sei Dank die Wahl, eine Regierung zu wählen, die im besten Fall in der Lage ist, das zu tun oder zumindest willens. Hitze, Flut, Dürre, all das haben wir gehäuft in den vergangenen Monaten gesehen. Ist den Menschen vielleicht erst dadurch bewusst geworden, wie ernst es ist? Ja, also das hat auch der Bericht gesagt, man weiß schon jetzt seit über einem halben Jahrhundert von der Klimakrise und seit mindestens 40 Jahren wird von der Wissenschaft darauf aufmerksam gemacht. Seit 30 Jahren sind sozusagen die Anzeichen alarmierend. Also ich glaube nicht, dass wir konkret vor einem Informationsdefizit stehen. Vielmehr scheint es mir so, dass es in der Vergangenheit ein politisches Interesse war, dass Menschen nicht gut genug Bescheid wissen über die Klimakrise, denn die Regierung, auch die deutsche Regierung, hat ja die Klimakrise weiter befeuert. Das heißt, es war in dem Sinne auch opportun, dass Menschen vielleicht nicht ganz so gut informiert werden über das, was sie da erwartet. Und das ist fatal, denn wir sehen ja, was in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz passiert, wenn man Menschen nicht warnt vor den Katastrophen, die ihnen möglicherweise bevorstehen, vor den Extremwetterlagen, die wir erwarten. Das ist auch ein politisches Versagen, was man da erlebt. In dem Sinne, ja, wahrscheinlich haben die Extremwetter jetzt dazu beigetragen, dass Menschen sensibler werden für die Gefahren der Klimakrise. Und gleichzeitig sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass man es sehr politisch
verpasst hat oder bewusst unterlassen hat, Menschen darüber aufzuklären, in welchem Zustand die Welt sich befindet und was das für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Ist den politisch Verantwortlichen denn klar, wie es um unsere Erde steht? Was denken Sie? Ich finde, wir sollten Menschen in politischer Verantwortung anfangen zu behandeln wie erwachsene Menschen. Die können lesen, die können sich informieren, die haben 5 Weltklimaratsberichte vorliegen, die ihnen exklusiv präsentiert wurden. Und es ist eine schöne Geschichte, sich einfach vorzustellen, dass die Regierung nicht gut genug Bescheid wissen über den Zustand der Welt und deswegen so aus Versehen ein bisschen weiter die Klimakrise befeuern und aus Versehen es verpassen, Klimaziele einzuhalten und aus Versehen es verpassen, zum Pariser Abkommen zu stehen. Aber das ist kein aus Versehen, das ist kein blöder Zufall, das ist eine politische Strategie. Und wir müssen davon ausgehen, dass Menschen, die meinen, ein ganzes Land regieren zu können, die unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen und politischen Ereignisse organisieren, sehr wohl in der Lage sind, eins und eins zusammenzuzählen. Und in dem Sinne müssen wir eben ganz dramatisch Rückschlüsse ziehen auf das Interesse hinter dem Regierungshandeln, eben die Klimakrise nicht zu stoppen. Vielleicht mangelt es bei einigen Menschen an einem Bewusstsein darüber, wie schlimm es wirklich ist. Das weiß man nicht. Und vielleicht erzählen sie uns das eines Tages. Aber solange fände ich es merkwürdig, davon auszugehen, dass zwar 12-Jährige in der Lage sind zu verstehen, wie drastisch die Krise ist, aber unser Wirtschaftsminister nicht. Im Pariser Klimaabkommen steht das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Sie sagen, Deutschland sei Lichtjahre von der Einhaltung der 1,5 Grad-Zusage entfernt. Warum? Naja, das ist Physik. Also wir gucken uns an, was ist das? Was ist die Menge an Emissionen, die Deutschland noch ausstoßen darf, damit wir unseren Beitrag dazu leisten, global die Erwärmung bei 1,5 Grad zu stabilisieren. Und das sind sehr, sehr wenige Gigatonnen. 3, 4 oder 5 Gigatonnen bleiben uns da insgesamt noch übrig. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, ist das in wenigen Jahren aufgebraucht. Und es gibt überhaupt keinen Plan, das zu lösen und das umzukehren. Das heißt, es ist jetzt nicht, also es ist jetzt keine morgendliche Einschätzung von mir, sondern es ist Mathe, das ist Physik und relativ banale Rechnungen, die eben von der Wissenschaft aufgestellt werden. Wir sehen, wo wir sind, wir sehen, wo wir sein müssten und das passt gerade nicht zusammen. Und viel schlimmer ist eben noch, dass es keine Ambition gibt, diese Lücke zwischen dem, wo wir sind und da, wo wir sein müssten, zu schließen. Was muss jetzt geschehen? Naja, wir müssen komplett umsteuern. Das ist letztendlich, was passieren muss. Also wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Deutschland muss den Kohleausstieg vorziehen. Wir müssen Projekte wie Nord Stream 2 beenden. Man muss aufhören, neue fossile Projekte zu starten. Man muss aufhören, den Boden zu versiegeln und all das. Das sind ja sozusagen Maßnahmen, die jetzt keine neuen Ideen sind. Wir wissen, dass Deutschland mit die größten CO2-Quellen Europas beherbergt. Das sind unsere Kohlekraftwerke hier. Wir wissen, dass unsere Rechnung in der Landwirtschaft nicht aufgeht oder eben auch in dem Industriesektor. Ich glaube aber, was mindestens so wichtig ist wie das emissive Umsteuern, ist im Endeffekt ein bisschen die Einsicht, wie sehr man sich verrannt hat. Denn es war eben Teil der politischen Programmatik der Vergangenheit, die Klimakrise runterzureden und die Relevanz von irgendwelchen emissionsgetriebenen Entwicklungsschüben nach vorne zu stellen. So, das heißt, man hat sich verkalkuliert politisch letztendlich. Und das betrifft eben die größten Parteien in diesem Land, inklusive die Regierung. Und wenn es keinen Moment gibt, in dem man das anerkennt und feststellt, Leute, sorry, wir haben uns richtig verrannt hier, wir haben das unterschätzt und wir haben gedacht, wir können die Klimakrise am Nachmittag lösen oder vielleicht am Wochenende oder wenn es einmal irgendwie einen bestimmten Feiertag gibt, das haben wir falsch gemacht und deswegen braucht es eine neue politische Strategie und eine Ernsthaftigkeit dieser Krise gegenüber. Und das heißt auch, dass wir unbequeme Entscheidungen treffen müssen. Das heißt auch, dass wir den Menschen was zumuten müssen. Das heißt auch, dass wir ehrlich werden darüber, wie dramatisch die Lage ist und dass wir nicht mehr die Wahl haben zwischen mehr Klimaschutz und weniger Klimaschutz, sondern nur noch zwischen mehr Klimaschutz oder mehr Klimakrise. Und diese Einsicht, dieser Reflexionsmoment, der ist in meinen Augen essentiell, denn ich weiß nicht, wie man das sonst politisch organisieren möchte, nach 30, 40 Jahren Klimakrisen befeuern, jetzt auf einmal ganz still und heimlich umzulenken und das zu machen, was man eigentlich machen müsste. Das war ja nun der 6. Sachstandbericht des Weltklimarates. 2 weitere folgen Anfang des kommenden Jahres. Was kommt da auf uns zu?
Ja, es wird dramatisch werden, denn die Arbeitsgruppe, die sich jetzt mit diesem Bericht beschäftigt hat, die ist gar nicht so sehr dafür verantwortlich, uns irgendwie politische Implikationen aufzubereiten, und die ist auch nicht so sehr verantwortlich dafür, aufzuzeigen, welche Szenarien uns in der Zukunft erwarten. Das machen eben die anderen Arbeitsgruppen. Das werden heftige Nachrichten werden. Das sollte aber niemand davon abhalten, jetzt loszulegen. Also wir werden ein Jahrhundert erleben, in dem sich wissenschaftliche Katastrophenmeldungen einfach überschlagen werden. Das ist gerade nur der Aperitif des Jahrhunderts praktisch. Und das heißt, vielmehr geht es jetzt darum zu beweisen, dass man verstanden hat, was da drin steht. Das betrifft, wie gesagt, einerseits die Regierung, die an dieser Stelle endlich ihrer Verantwortung gerecht werden müsste. Und das betrifft eben die Menschen überall, die sich nicht darauf verlassen sollten, dass die Regierung von alleine sagt, kommt, nach 40 Jahren Klimakrise machen wir jetzt Klimaschutz, sondern die aufstehen, die Druck aufbauen. Das machen wir mit Fridays for Future. Wir laden alle Menschen und dazu ein, wir rufen alle Menschen dazu auf. Denn die Welt steht auf der Kippe. Es ist ein Menschheitsmoment. Und ja, wir sind gefragt, darauf angemessen zu reagieren und zu beweisen, dass wir verstanden haben, was die Wissenschaft sagt. Danke für das Gespräch, Luisa Neubauer. Gerne, gerne.